Also wir haben hier die ersten jungen Leute. Das spricht natürlich für die zukünftige Generation, dass ihr euch hier mutig bereit erklärt, uns die Fragen zu beantworten. Wunderbar. Und erstmal kurz die Frage, das ist aber nur eine Einstiegsfrage. Was ist denn eigentlich am 11. September 2001 passiert? Johannes. Ja, okay, also da war halt das mit diesen Flugzeugen bei dem World Trade Center in Amerika, als die da reingeflogen sind. Ja. Wo sehr viele Leute dann leider umgekommen sind. Ja. Und es wurden ja auch verschiedene Theorien aufgestellt, zum Beispiel, dass das Terroristen waren oder dass es irgendwie vom Staat geplant war. Oder ja. Ich sehe schon, wir haben es hier mit einer aufgeklärten Crowd zu tun. Das heißt, können wir direkt mal ins Gewinnspiel einsteigen. Und zwar 5 Fragen. 4 müsst ihr davon nur richtig beantworten, dann gibt es die 5 €. Okay, also die erste Frage ist, wie viele Hochhäuser sind denn am 11. September eingestürzt? 3. Zwei. Ich denke, 2. Also, ich müsste euch auch was einigen. Okay. 2. Okay, 2. Okay, 5 Flugzeuge waren es. Ja, aber es sind nur 2 Hochhäuser. Ja, 2 Hochhäuser. Ich komme gleich kurz wieder. 2. Nicht nach genau. Okay, 2. Wir verraten das natürlich erst am Ende. Ja, 2. Okay, 2. Frage. Ihr hattet es ja gerade schon angesprochen, aber überlegt nochmal, geht nochmal in euch, wie viele Flugzeuge sind denn geflogen? Das waren, glaube ich, 5, oder? Nein, ich dachte, also 2 sind ins World Trade Center reingeflogen. Ja, und dann gab es noch eins, das ist ein Pentagon, da war das wollte ins Pentagon. Und wenn da noch eins umgefallen ist, dann müssen sie ja mindestens schon mal 4 gewesen sein. Das Pentagon ist kein Hochhaus. Naja, aber das ist ja nicht bis dahin gekommen. Ah, scheiße. Okay, geht's die geflogen sind oder die reingeflogen sind? 4. Die geflogen sind. 4 oder 5? 4 oder 5? 4. 4. Sind wir bei 4. Okay. Raus, weil 4 ist falsch. Ne, halten wir erstmal 4 fest. Ich kann euch schon mal sagen, dass das eine von den Antworten definitiv richtig war bisher. Gut, nächste Frage. Und zwar wurden von den Terroristen, die ja als erste oder die Leute, die halt dafür verantwortlich gemacht wurden, persönliche Gegenstände gefunden, die sie als Terroristen oder als den Täter identifizierten. Was für persönliche Gegenstände waren das? Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Gegenstände hinterlassen haben, aber ich glaube, sie haben irgendwie was gerufen, zum Beispiel Also es waren definitiv persönliche Gegenstände, die in der Nähe der Absturzstelle gefunden wurden. Also waren zum Beispiel Satam al-Sakwami und 2 andere, deren persönlicher Gegenstand, es war immer der gleiche, gefunden wurde, also die gleiche Art. Was könnte das gewesen sein? Ich glaube, irgendwas stand dann auf dem Flugzeug drauf oder so, das gefunden wurde, oder? Nein. Ich habe einen Film gesehen, da haben die, ich glaube, eine Kippe aufgehabt, aber das muss nicht richtig gewesen vielleicht sein. Ich will auch ein Foto oder. Ich glaube nicht, dass das so eine. Nein. Aber das so überlebt doch so ein Ding ist nicht. Ich würde sagen, irgendwie eine Kette oder so. Ja, genau. Ja, eine Kette. Also ein Accessoire. So. Also dieses Kette, die bei Muslimen immer. Wir einigen uns auf Accessoire. Ja, Accessoire. Accessoire, okay. Halt mal Accessoire fest. So, und dann haben wir die Frage, die, ihr wisst ja sicher, dass derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wurde, als Planer Osama Bin Laden war. Ja. Ne? Und Osama Bin Laden ist ja in der Bin Laden-Familie, das war ein Bauunternehmer in Saudi-Arabien, also die ganze Familie. Und die hat mit einer anderen großen Familie in den USA, einer Ölunternehmerfamilie, auch Geschäftsbeziehungen gepflegt. Eine sehr bekannte Familie, würde euch auf jeden Fall vom Namen bekannt sein. Also es ist eine amerikanische Unternehmerfamilie, welche könnte das sein? Nicht sagen. Nee. Ölunternehmerfamilie. Sag das nicht. Ich kann auch. Ist eine amerikanische Familie gewesen. Ja. Ja, sonst hätte ich jetzt also ein Familienclan. Müsste da sogar mehrere davon kennen. Das ist von Amerika. Nicht Saudi-Arabien. Ja, wir kennen keine Familie mit. Also ich würde sagen irgendwas. Ja. Also. Magst du das noch? Ich glaube nicht, dass wir die Antwort wissen. Ich sage, es ist irgendwas mit Washington. Washington. Es gab ja auch George Washington, das ist ja auch ein Name. Ja, ja, aber irgendwie so die Washington-Familie, keine Ahnung, vielleicht. Nein. Ich glaube nicht. Nee. Irgendwie so. Können wir die auslassen, die Frage? Nein. Telefonjoker. Telefonjoker. Nein, ihr müsst ja nur 4 von 5 richtig haben. Ja, aber eine welche falsch. Auf was einigen wir uns jetzt? Wir müssen ja einen Namen sagen. Schreib mal irgendeinen Namen. Was soll ich sagen? Porsche. Keine Ahnung, eine amerikanische Familie. Es gibt so viele. Also mit Ach welcher, nee. Mit welchem Bin Laden? Also ich persönlich kenne jetzt keinen Amerikaner. Haben die auch mal zusammen mit Bin Laden im Fernsehen gehört oder so?
Ich weiß nicht, ob man die mit Bin Laden im Fernsehen gehört hat, aber die stehen auf jeden Fall, also man kennt sie auf jeden Fall auch aus dem Fernsehen. Also mindestens zwei von denen kennt man aus dem Fernsehen. Oh, dann sind wir nicht. Nee, keine Ahnung. Nee. Sag jetzt einfach irgendwas Geiles. Frauen. Benz. Ach, guck mal, da ist jemand aus unserer Schule. Gut, auf jeden Fall, gehen wir noch zur letzten Frage über. Und zwar wurde ja Bin Laden 2003 auch in bestimmten Ländern vermutet. Ne? Und dann wurde ja auch ein bestimmtes Land 2003 von den Amerikanern angegriffen. Und jetzt wäre so die Frage, welchen Ländern wurde er vermutet und welches Land wurde angegriffen 2003? Ich glaube also auf jeden Fall einmal im Irak, einmal in Syrien, Afghanistan. Und Pakistan Iran. Und Iran, Iran habe ich schon gesagt. Nein, du hast Irak gesagt. Iran, und dann Iran. Auch. Ja. Ich denke, angegriffen wurde er in Afghanistan. In Afghanistan wurde er dann festgenommen. Dann. Und dann in Afghanistan getötet. Wurde er doch sogar getötet, oder? Ja, genau. Ja, Afghanistan. Okay, dann kommen wir jetzt zur Auflösung, wa? Okay, also es war nicht alles falsch. Erstmal, aber leider hat es nicht gereicht für dich. Also er hat plus zwei richtig. Und zwar, zunächst mal waren es drei Gebäude, du hattest also recht. Zunächst sind nämlich die zwei Flugzeuge in die großen Wolkenkratzer reingeflogen. Aber dann wurde, also ist so die Erklärung dafür, vielleicht kann das nicht richtig erklären, aber auf jeden Fall sollen dann so Teile rübergeflogen sein aufs World Trade Center 7. Das war ein bisschen niedriger als die anderen beiden und ist dann irgendwie später so auch in sich selber zusammengefallen. Dann waren es vier Flugzeuge, das war richtig, ne? Und zwar die auch genannt hat, also Pentagon, die zwei Türme und dann ist noch eins in Shanksville, so von alleine, also dann irgendwo abgestürzt, hat wahrscheinlich nicht gereicht, wie auch immer. Dann hatten wir die dritte Frage mit dem persönlichen Gegenstand, das war der Ausweis. Also sie hatten so einen Ausweis. Flugzeug gefunden oder bei denen? Nee, das ist also irgendwie, soll das so dann in der Nähe gefunden worden sein, das weiß man auch nicht genau, wie das überlebt hat, aber auf jeden Fall immer von den Absturzstellen da in der Nähe war dann der Ausweis. Ja. Ne? Dann hatten wir die Familien, den Familienclan. Das ist die Bush-Familie, also George W. Bush und auch der alte Bush. Die sind ja die gleiche, beides waren US-Präsidenten. Das, ne? War Öl? Die sind im Ölgeschäft gewesen, genau. Die Bin Laden sind Baugeschäft, die im Ölgeschäft. Ne? Und die letzte Frage, was war das nochmal? Welche Länder, genau. Das war wieder richtig. Also im Prinzip in Afghanistan, Sudan, Pakistan. Und der Krieg wurde dann aber geführt gegen den Irak 2003. Okay. Also da sind die Amerikaner ja binnen von 3 Monaten rein und haben eben dort den Irak auf der Suche nach Obama, aber auch Massenvernichtungswaffen, haben das dann aber auch keine gefunden, ne? Und dann eben das zurückgelassen, was jetzt da war. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt. Habt ihr noch eine Meinung zu dem, was hatten bis jetzt. Ja, das hatten, ja. Also jetzt maximal die Französische Revolution. Wir freuen uns, dass wir interviewt wurden und befragt wurden, damit wir wieder ein geschichtliches Ereignis aufgreifen konnten. Klasse. Ja, also auf jeden Fall jemanden grüßen. Lasst mich noch vorher sagen, dass ich klasse finde, dass ihr euch damit beschäftigt. Also ihr seid schon mal viel besser aufgeklärt als viele von den Leuten. Ne? Und genau, und jetzt vielleicht noch Zeit für eure Grüße. Wen wollt ihr grüßen? Okay, unsere Klasse, oder? Ja, wir wollen unsere Klasse grüßen, die 8b. Wir wollen das Rahn, das Rahn, die 8a, die, das war's. Ja, das war's. Das war's. Alles klar. Und meine Mama. Und die Mama. Und die Mamas. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und noch einen schönen Tag. Danke. Danke. I protest. Liebevolle Revolution.